Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode 15 von Amnesia the Dark Descent. Präsentiert von Celine, aka Queen Nerdidala. Wir sind jetzt hier in einem Wasserbereich. Wo sind wir denn nochmal reingekommen? Neue Aufnahmesession? Ich glaube, da hinten. So, jetzt müssen wir diesen Wasserbereich erkunden. Ich habe sehr viel Angst, dass hier Aquaschisselhausen uns wieder heimsucht. Oh, wow. Das war jetzt aber knapp. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier machen müssen. Ich laufe jetzt erstmal lang. Okay. Ich sehe da hinten ein Rad. Oh, nein. Okay. Ja, er ist wieder am Start. Oder? Was heißt das doch, ne? Hier ist eine Note, dann lesen wir die erstmal. 1839. There is no denying that Alexander puts a lot of faith into what I can only describe as magic. I'm not surprised. Even while traveling across Europe, I assumed I would have to embrace the supernatural to save my mind and life. As a novice, I do everything in my power to stay focused and not dwell too much on my own doubts. Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. He was obviously excited to get going, and we headed downstairs to the old dungeon, where he preferred to attempt his rituals. It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by Da Vinci, I'm sure. He showed me several rooms fitted for specific research, such as anatomy studies, alchemy, and botany. The crown of Brennenburg must be the inner sanctum, a most hallowed ground. Where we shall attempt to permanently banish the orb's shadow. Also das mit den Orbs, ich bin ja echt mal gespannt, was das noch, was steht da? Kanalisationswasser umleiten. Wir machen das mal eben. Oh oh. Ich glaube, da ist jetzt ein Aqua-Heini. Unser spezieller Wasserfreund hier am Start. So, hier sind noch... Ist hier jemand drin? Ach du Scheiße. Kann ich die retten? Oh oh. Wie kann ich die retten? Ach du Scheiße. Okay. Ah, wundervoll. Hier komme ich nicht hoch. Kriege ich gleich bestimmt... Ne, der läuft nicht hinter uns her. Wie kann ich denn jetzt diesen Typen da retten, der da drin ist, um Gottes Willen? Oh, ich drehe schon durch. Was ist das hier? Das ist ein Stein. Gab es da irgendwas, was ich kaputt machen konnte? Nein. Okay. Hier ist eine Brücke. Ah, da muss ich runter, um da hinten rüber zu kommen, ne? Es ist an einer rostigen Kette an der Decke befestigt. Ich mache mal ein Memento auf. Eine Brücke muss heruntergelassen werden, um fortzufahren. In der Zisterne befinden sich Ventile, die das Wasser aus der Kanalisation ableiten, um die Kanalisation betreten zu können. Okay, alles klar. An einer rostigen Kette befestigt. Wie kriege ich die denn weg? Kann ich hier hoch? Ne, ich rutsche ab. Kann ich die Kette einfach nur... Ne, das kann ich mir nicht vorstellen, aber probieren es mal. Oh. Cool. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so einfach geht, aber umso besser. Oh Gott, hier ist ja alles eingestürzt. Wie im Rest des Spiels auch. Ah, da ist noch ein Ventil. Alles klar.
Was steht da? Kanalisationswasser umleiten. Okay, ich muss einfach zwei Ventile hier. Oh, oh. Muss mal gucken, ob hier noch was... Oh ja, Tatsache. Wieso drehen wir denn gerade... Ich möchte das bitte haben. Wie kriege ich denn das Öl? So. Okay. Hier ist noch ein... Ich weiß nicht, ob Tagebucheintrag wir lesen... Ja. 1839. I could never be certain until today that I was on the right path. Using my orb, Alexander managed to channel its power unto us. The inner sanctum flared with blue, fiery light, and I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria. It was like standing in a mad whirlpool of impressions. It was terrifying. But Alexander kept calm and wielded strange tools of science in order to tame the storm. Suddenly, the blue light was stained by strains of red, and the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene. Alexander quickly covered the orb in some cloth, and the unspeakable thing vanished. Apparently, the orb's shadow is closer than Alexander thought. He said I should prepare for a warding ritual tomorrow. I'm not sure what he expects, but I have a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. Woher kennen wir das? Hm? Genau. Star Wars. I have a bad feeling about this. Ich möchte gerne diese Menschen da retten. Oh, fuck. Komme ich denn jetzt hier wieder raus? Na, so nicht. Kann ich hier mit Anlauf... Nö. Wie kriege ich die denn da gerettet? Ich gehe davon aus... Ah, genau. Dass mich dieser Dampf verletzt. Schissel. Stelle ich jetzt das Wasser ab davon dahin... Ach so, jetzt habe ich den Dampf hier abgestellt. Ich möchte gerne das Wasser für die da hinten abstellen. Ich will mich hier etwas beeilen, weil ich glaube... Was steht da? Okay, noch einen. Gucken, ob hier noch was ist. Nein. Ich mach mal eben die Laterne wieder aus. Kann ich hier das Ding anmachen? Nein, ist zu weit weg. August 1839. It is still early, and Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. Okay. Ich habe jetzt so langsam ein bisschen die Befürchtung, dass wir die Leute erst hätten retten müssen. Und dann das Wasser umleiten. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Oh, jetzt habe ich wieder nicht auf die Uhr geguckt. Ich glaube, hier ist so ein Wasser-Heini am Start. Okay, wir drehen hier gleich durch. Ich möchte nochmal auf die andere Seite. Ich höre manchmal so ein Grummeln, aber... Oh, wow. Fast drüber gesprungen. Oh, wow. Scheiße. Wie kann ich die retten? Oh, nein. Verdammt nochmal. Ich glaube, ich hätte die früher retten müssen. Scheiße. Oh, Gott. Das ist derjenige jetzt tot, der da drin war. Oh, nein.
Ich weiß nicht, hat das jetzt schon gereicht? Habe ich noch irgendein Ventil übersehen? Wir gehen mal wieder in den anderen Bereich. Und schauen mal, ob es gereicht hat. Das werden wir gleich feststellen. So, jetzt gehen wir mal wieder in die Zisterne. Und schauen mal. Der rote Fleck erschien plötzlich an den Wänden, als würde sie bluten. Er schrie voller Angst, als das Spektakel begann, um den blauen Schimmer... Bla bla. Okay. What the shizzle? Was ist denn das für ein Kack? Okay, jetzt gucken wir mal, ob das hier weg ist, das Wasser. Ja, das Wasser ist weg. Jetzt können wir hier durch. Oh, hier ist aber noch so. Können wir hier durch? Oh, nein, 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 nein. Scheiße. Wir müssen erstmal gucken. Eine Wunde blutet ziemlich stark. Leichte Kopfschmerzen. Sollen wir mal so ein Laudanum? Ich nehme mal ein Laudanum. Einige Schnittfluren. Okay, das verbessert also nur einen Schritt des körperlichen Zustands, ja? Hm, was mache ich denn jetzt? Ich brauche noch irgendeine Möglichkeit. Da gibt es hier irgendwie eine Maske oder so für mich? Auch in dem Wasserbereich? Also das Wasser haben wir jetzt abgestellt. Ach, hier ist noch eine Brücke oben. War ich da noch nicht drin? Angehoben werden. Die Brücke ist stehen geblieben und muss angehoben werden, um sie wieder frei zu bekommen. Hä? Was meinen die denn damit? Wir haben die doch im Steuerraum irgendwas? Er wartete, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Aber es zeichneten sich weder Formen noch Konturen ab. Ich dachte, hier haben wir alles in dem Steuerraum. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Sind die Türen hier wieder zu? Hat er das nicht gespeichert oder was? Ich rast aus. Doch, das ist so, wie es sein soll. Hier ist auch noch auf. Was war denn das? Da hinten waren noch Rohre. War hier noch irgendwas zu tun? Ne, hier ist auch noch alles, wie es soll. Hä? Jetzt bin ich aber verwirrt, was mit der Brücke da ist. Da muss ich die einfach auch mit dem Stein runterholen. Das ist auch drinnen? Drinnen. Hm. Ah, hier kann ich da runter? Ne. Laufen wir mal auf die andere Seite, ob da auch noch alles so eingestellt ist. Keine Ahnung, Leute, ehrlich. Was jetzt mit der Brücke da wieder ist? Ne, hier ist auch unten. Guck mal, ob ich hier was... Ah, ne, hier kann ich nicht rein. Okay. Vielleicht auf der anderen Seite. Ja, aber hier ist nichts. Ne. Hä? Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Oh, shizzle, MacDizzle. Ah, jetzt laufe ich auch noch wieder in die falsche Richtung. Das ist wundervoll. Schalalala. Ich glaube, wir haben hier alles. Hier läuft alles. Der komplette Steuerraum ist aktiviert. Es muss irgendwas da draußen sein. Ich brauche jetzt also, ich muss jetzt wohl in den Bereich... Ja, das kennen wir ja schon. Ich muss jetzt also in den Bereich, in den wir im Moment nicht rein können, weil die Brücke da so komisch hängt. Wie kriege ich denn diese Scheißbrücke mal wieder runter? Also ernsthaft? Ich mache nochmal Memento. Keine Mementos vorhanden. Was? Was sagt der mir hier nochmal? Stehen geblieben muss angehoben werden, um sie wieder frei zu bekommen. Angehoben werden. Hm. Hm. Ich gehe mal runter. Ich versuche mal einen Stein hier hochzuwerfen und den dann auf die Brücke zu werfen.
Weil ich glaube nicht, dass das von hier unten geht. Oder? Oh, doch, vielleicht. Nein. Schade. Okay. Wir müssen mal eben... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die mit angehoben werden meinen. Werden wir gleich hoffentlich feststellen. Vielleicht wieder vor das Gitter da? Okay. Das war jetzt einfacher als gedacht. Das letzte Stück muss man immer springen, sonst stürzt man schmerzhaft ab. Leichenhalle, oh Gott. Ja, das kennen wir auch schon. Der rote Fleck erschien plötzlich an den Wänden, bla bla bla. Ich glaube, wir lesen das so oft, weil wir es immer nicht so schnell checken, was wir in den Bereichen eigentlich zu tun haben. Okay. Oh mein Gott, hier ist wieder reichlich dunkel. Also jetzt gerade nicht, aber... Just down the corridor to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. Okay. Leichenhalle ist ja nicht so geil, ne? Also ich meine, Leichenhalle, da wird es wahrscheinlich Leichen geben. Oh Gott, wo muss ich denn hier hin? Rechts, links, rechts, links. Okay, Daniel kriegt schon wieder eine in der Klatte. Oh, ich höre wieder diese Ketten-Shit. Wo ist er denn? Oh, shit. Was happened? Why are all these dead? Where am I? What's happening? Help! Anybody? Help! Ach du Scheiße. Alright. Ich habe irgendein Rohr, kupfernes Rohr aufgenommen. Wofür brauche ich denn das? Kupfernes Rohr. Oh, schon wieder. Oh Gott, ich höre hier nur schreien. Ist hier was hinter? Oh Gott, die Leute haben hier versucht auszubrechen. Die waren im Vollwahn. Guck mal, die haben versucht, sich hier rauszukratzen. Ja, wundervoll. Diese zischenden Kakerladen oder Asseln oder was auch immer das ist. Wir haben ein Kupferrohr gefunden. Was können wir damit wohl tun? Okay, wir gehen mal weiter hier durch die Leichenhalle. Muss mal eben gucken. Na, die ist noch einigermaßen gefüllt. Oh oh. Ich höre die ganze Zeit Stimmen hier, ey. Das ist ja... Wo komme ich her? Da hinten ist, glaube ich, die Zisterne, ne? Ach, die Blutflecken lassen hier wieder viel hoffen. Hier... Oh Gott. Mhm. Dann gehen wir doch mal rein, ne? Oh, shit. Oh Gott. Okay. Ho, 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 ho. Da ist schon mal eine Zunderbüchse. Ach, Seuchenausbruch. Die mysteriösen Todesfälle unter den Bediensteten und Gefangenen konnten endlich aufgeklärt werden. Es scheint, dass die Abflusskanalisation, die vor kurzem zur Nutzung als Transportweg geöffnet wurde, von einem eigenartigen, giftigen Pilz befallen ist. Die Krankheit scheint extrem schnell in den Opfern ausgebrochen zu sein und sie breitet sich im ganzen Körper aus. Einige meiner Männer und ich selbst wurden glücklicherweise vor diesem Unheil verschont. Aber es ist klar, dass das Ganze mein weiteres Vorankommen verhindert. Die Gefangenen sterben schnell und ihre verschmutzte Lebensessenz hat nicht die Energie, die ich suche. Ich muss sofort anfangen, einen Impfstoff zu entwickeln. Okay, müssen wir jetzt wahrscheinlich diesen Impfstoff, den er entwickelt hat, suchen.
Gehe ich einfach mal von aus. Oh Gott, da liegt eine Leiche. Kann ich mir das hier auch anschauen? Nee. Oh Gott, ich höre diesen... Do you hear what I hear? Der Körper ist immer noch in der Totenstarre und kann nicht länger als ein Tag alt sein. Warte mal, ich habe ein Memento gekriegt. Eine Leiche in der Leichenhalle ist nur ein Tag alt. Das feine kupferne Rohr aus der Leichenhalle sieht aus wie ein Teil eines chirurgischen Werkzeugs. Ach so, kann ich vielleicht was kombinieren hier? Nee. Wofür brauche ich denn? Was? Ein kupfernes Rohr mit einer daran befestigten hohlen Nadel. Aha. Okay. Mhm. Was sagt mir das mit dem Körper? Muss ich damit was machen? Oh, hier haben wir wieder so ein Ding. Das fassen wir gleich mal an. Vielleicht sollte ich hier nicht so einen Krach machen. Oh, la. La, 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 laudanum. Oh, Zunderbüchse. Oh, yeah. Und hier oben bitte Öl. Naja, hätte ja sein können. So, machen wir erst. Nein, wir machen erst das hier. Ich fürchte um Daniel. Er ist so leichtsinnig. Er ist vom sich nahenden Schatten verunreinigt und wird das Tor nicht durchschreiten können. Wird er das akzeptieren können? Mein Lieber, ich habe das Böse in ihm gesehen. Wie soll ich ihm die Wahrheit anvertrauen können? Welche Ironie, dass ich ihm das Gleiche antun muss wie Agrippa mir. Okay, da scheint uns jemand nicht zu vertrauen. Dann lesen wir das noch. Impfstoffversuche. Der Impfstoff, der es meinen Männern ermöglicht, in der pilzverseuchten Kanalisation zu arbeiten, ist ein voller Erfolg. Leider haben nur einige der Bediensteten das Mittel erhalten, da sich die Prozedur als schwierig erwies. Die anderen werden umkommen und schließlich werde ich mehr von ihnen erschaffen müssen, um meine Experimente weiterführen zu können. Eine Spritze geimpften Blutes wirkt lange genug als Schutzschild, um die Kanalisation ohne Infektionsrisiko zu durchqueren. Das genügt zum Gefangenentransport. Eine Spritze geimpften Blutes müssen wir hier aus dieser Leiche Blut holen, oder was? Warte mal, ich probiere mal was. Ich hoffe, dass das nicht geht. Nein! Und jetzt? Hier, fang auf. Dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Das hier vielleicht? Ja, und jetzt? Was mache ich damit? Oh, Leute. Ah, jetzt kommt bestimmt das Vieh. Wir machen in der nächsten Episode weiter. Wir haben uns jetzt echt das Blut von diesem Toten da. Wir sind aber auch mutig, ne? Also ich würde das ja nicht so machen, aber... Nun gut. Wow. Okay. In der nächsten Episode geht's dann weiter. Dann laufen wir mit dem gerade uns frisch gespritzten Blut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch was machen müssen oder ob wir jetzt schon direkt in diesen Bereich gehen können. Jesus. Da ist ja noch eine Tür. Da gehen wir in der nächsten Episode durch. Vielleicht ist da noch etwas für uns, was wir brauchen. Aber euch danke ich ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.